Hi, kennt ihr mich vielleicht noch? Der Typ, der vor ein paar Jahren diesen Totensong rausgebracht hat oder der hier und da mal ein Video gedroppt hat, ein paar Games gezockt hat, sehr oft inaktiv war, hier und da auch mal was auf TikTok rausgebracht hat. Ja, das war ich. Hi, vielleicht kennt ihr mich noch aus der Vergangenheit. Damit würde ich aber erstmal sagen, hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute werde ich eine kleine Ankündigung machen. Ja, die letzte Ankündigung ist jetzt etwa ein Jahr her und ich dachte mir, ein kleines Update kann ja nicht schaden, ne? Damit kommen wir endlich zu der ersten Ankündigung, nämlich werde ich einen lang gehegten Traum von mir endlich erfüllen, nämlich werde ich diese Woche an die Gamescom gehen. Dadurch werde ich mir einen kleinen Traum erfüllen, da ich eigentlich schon sehr lange mal an die Gamescom gehen wollte, aber bisher haben viele Faktoren noch ein bisschen dagegen gesprochen, aber inzwischen gibt es sehr viele Faktoren, die dafür sprechen und außerdem lohnt es sich für mich auch nochmal mehr, da ich mit Som und Felix natürlich dort sein werde. An beiden Tagen werden sich dann noch ein paar andere Leute uns anschließen, die wir so kennen. Aber im Großen und Ganzen werde ich mit Som und Felix dann dort unterwegs sein und ich freue mich schon sehr darauf. Und falls es irgendwelche Leute da draußen geben sollte, die sich denken, jo, den Raphael wollte ich schon immer mal sehen, aber der kommt ja nie nach Deutschland, der kleine Hu. Und ihr zufälligerweise Samstag und Sonntag auch an die Gamescom gehen solltet, könnt ihr mich natürlich gerne versuchen zu finden. Oder per Zufall, wenn ihr mich sehen würdet, könnt ihr mich gerne ansprechen, wenn ihr das wollt. Und für den guten Let's Play Planet gilt natürlich dasselbe. Und ja, ich weiß halt einfach, dass viele aus meiner Community aus Deutschland kommen. Falls von dieser Community noch was übrig sein sollte. Aber ja, so als kleine Ankündigung. Die nächste Ankündigung, sage ich mal, ist, ich will versuchen, wieder mehr Videos zu machen. Denn ich war in letzter Zeit sehr inaktiv. Ich habe lange nichts mehr hochgeladen und das finde ich schade, denn YouTube ist wirklich eine Leidenschaft, die ich verfolge, die ich habe. Beziehungsweise auch allgemein Social Media. Mein TikTok-Account ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen eingestaubt. Und deshalb werde ich versuchen, wieder mehr Videos zu machen. Aber ihr Zuschauer könnt mir auch helfen dabei, mehr Videos zu machen. Schreibt mir doch gerne aktuelle Games, Indie-Horror-Games, irgendwie was in die Kommentare, das aktuell ist, das ihr gerne von mir sehen wollt. Und dann gucke ich mal, ob ich das mal zocken kann und ein Let's Play dazu machen kann. Ich glaube, das war's auf meiner Linse. Nee, das ist glaube ich nur Licht. Ja, es war nur Licht. Sorry Leute, ich putze euch kurz das Näschen, okay? Jedenfalls habe ich auch schon eine Aufnahme gemacht zu einem neuen Horror-Game, das irgendwie auch demnächst mal rauskommen sollte. Das wäre nämlich The Joy of Creation. Das ist ein neues FNAF-Game, das glaube ich aber auch fanmade ist. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es richtig ist. Wann das Let's Play genau kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Entweder ich schaffe es noch fertig zu schneiden, bevor ich nach Deutschland gehe, oder ich werde es erst nächste Woche schneiden können. Denn ich werde von Donnerstag bis Mittwoch unterwegs sein, weshalb ich da nicht an Videos arbeiten kann unterwegs. Dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich es geht hierbei um Minecraft Ender. Minecraft Ender war ein Minecraft-Projekt, das ich vor einigen Jahren gestartet habe, aber nie beendet habe. Viele Leute haben mich über die Jahre immer wieder mal gefragt, ey, geht's weiter? Kommt Minecraft Ender wieder? Und ja, dieses Jahr kam es ja ein, zwei Mal zurück. Zwei Folgen gab es insgesamt, aber es sollte eigentlich nicht vorbei sein. Eigentlich wollte ich es noch weitermachen. Hier ist aber jetzt auch eine kleine Frage an meinen Kanal. Gibt's noch Minecraft Ender-Fans? Gibt's Leute, die noch auf Ender warten? Gibt es Leute, die Ender gern weiter sehen wollen? Denn ich habe gemerkt, dass mein Kanal sich sehr in eine andere Richtung entwickelt hat als damals. Damals habe ich noch ein paar Minecraft-Videos und alles gemacht, aber inzwischen passt das vielleicht fast gar nicht mehr zu meinem Kanal. Und klar, die Entscheidung liegt bei mir. Ich entscheide, was auf meinem Kanal kommt und was nicht. Aber trotzdem muss ich wissen, gibt es Leute da draußen, die Minecraft Ender wirklich noch weiter sehen wollen? Gibt es Leute, die wissen wollen, wie diese ganze Story rund um mich und meinen Vater und meine Mutter enden sehen wollen? Denn dann schreibt mir das jetzt in die Kommentare. Denn ich plane zurzeit Ender noch ein gebührendes Ende zu geben und es würde mir einfach helfen, wenn ich wüsste, dass da Leute sind, die wirklich noch darauf warten, dass es endet. Dass es wirklich Leute gibt, die Interesse daran haben, zu sehen, wie Ender endet. Und ich hoffe, dass das letzte Video ist, bei dem ich ein Thumbnail habe, auf dem Ender drauf ist. By the way, werde ich auch noch ein Video zu der Gamescom machen, beziehungsweise zum ganzen Zeitraum, in dem ich unterwegs bin, werde ich ein paar schöne Aufnahmen machen und euch dann ein Video geben von der Gamescom. Und ja, das war mein Ankündigungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns vielleicht auf der Gamescom, vielleicht im nächsten Video wieder. Ich hoffe im nächsten Video wieder und ja, ciao, tschüss! Geh ich back, Raphael, du Boss mit den fettesten Tricks im World War II, ich mein Schweden, ein Ross, oder? Läuft die Aufnahme etwa noch? Verdammt!